Ich sehe es ja bei meinem Schwager, der ist ja Intendant von einem Schauspielhaus. Und das sind intensive Themen, halt Leute, die nicht mehr kommen, die früher da waren, Finanzierung von diesen ganzen Themen, aber auch Solidarität unter den Künstlern, dass die noch heben, dass man weiterhin aufeinander schaut. Das hat ein bisschen abgenommen offensichtlich und das scheint eine grosse Herausforderung zu sein in der Kulturszene. Oh, ja, ich könnte mir verschiedene vorstellen. Also einerseits die Vermittlung, oder? Ich bin jetzt auch hierher gekommen, weil es eine Werbung von meiner Haustür hat, also überhaupt mal aufmerksam machen, was alles läuft. Das ist ja sehr vielfältiges Kulturangebot, dass man die Leute auch anspricht, interessiert für das im hektischen Alltag, dass sich die Leute auch mal die Zeit nehmen, da mal eine Stunde, zwei investieren. Und was man halt immer wieder hört, ist die ganze Finanzierung, aber ich möchte es irgendwie überhaupt nicht auf das reduzieren. Aber das ist das, wo man halt so war, wo ich halt sehr stark wahrnehme. Und irgendwie auch, ja, große Institutionen gegenüber kleinere Kulturschaffende. Ja, es ist einfach sehr, sehr, sehr breit, würde ich jetzt mal behaupten. Dass sich da jeder irgendwie eine Stimme verschaffen kann in dem Ganzen, ist wichtig.